Moin, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem weiteren Vlog von den Inselcampern. Die Inselcamper sind die Leimer und das werden meine Wenigkeit. Ja, wir sind hier beim Autohaus Hollenstedt, das ist bei Stade und haben ein ganz besonderes Fahrzeug heute gesehen. Das hat uns sofort angesprochen, also gerade was den Grundriss angeht, und genau dieses Fahrzeug wollen wir euch heute mal vorstellen und zeigen. Seid gespannt und das alles noch zu einem richtig vernünftigen Preis, in der heutigen Zeit zumindest. Und da steht ja auch das gute Stück. Schnacken wir nicht lang, zeigen wir mal. Das ist ein Moveo, ein teilintegrierter auf Citroën-Basis mit einer wirklich guten Ausstattung. Ich zeige euch das mal hier. Erstmal dieses Schild, der Moveo TEI 74 EBH auf Citroën Jumper Euro 6D Final, Modelljahr 2022. Er hat mit drin vollautomatische SAT-Anlage, eine 100 Watt Solaranlage, eine 105 Amperestunden Aufbaubatterie, Markise hat er mit drin, Pioneer Navi, wirklich komplettes Programm mit allem drum und dran. Und das Ganze zu dem Preis von 79.061 Euro. Und ich denke mal, da kann man nicht meckern, ne? Da kann man nicht meckern. Und wie gesagt, das ist mit Hubbett, das heißt für vier Mann, also mit Kindern, dass ihr unterwegs in Urlaub fahren könnt. Ja. Und wer jetzt denkt, Hubbett, habe ich ja mit Stehhöhe oder irgendwas, ich zeige es euch gleich mal. Wir zeigen euch, aber ich würde sagen, wir fangen mal außen an. Genau. Ne? Dass ihr euch ein bisschen an eine Folter spannen. Genau, so machen wir das. Und der hat uns echt angesprochen. Absolut, ja. Na jo, das ist halt Franzose, ne? Genau, von außen. Also er ist 7,45 Meter lang, hat eine Breite von 2,30 Meter, Höhe 2,93 Meter. Und genau, ganz wichtig noch, Masse im fahrbereiten Zustand 3.135 Kilo. Heißt, wir haben noch fast 400 Kilo nach oben an Zuladung. Wem das nicht reicht, der kann ja immer noch auflasten dann. Zum Beispiel mit einer Zusatzluftfederung hinten. Ne? Genau, aber darf man nicht vergessen, ich meine, das hat Hubbett. Das ist immer ein bisschen was vom Gewicht her wegnimmt. Aber wir haben immer noch Teilintegrierten, ja. Ne? Und sportliche Fahrweise ist garantiert, würde ich sagen. Ne? Und lasst uns doch mal gucken. Genau, wir zeigen euch das Fahrzeug erstmal von außen. Es gibt übrigens 5 Jahre Dichtigkeitsgarantie, haben wir nachgefragt. Jo, er hat mit im Preis drin ist die Trittstufe. Elektrische Rastfahrer. Elektrische Trittstufe, genau. So, dann haben wir hier eine Aufbautür. Die ist mit doppelter Verriegelung, also einmal hier oben, einmal hier unten. Habt hier ein praktisches Fach, wo ihr was ablegen könnt, genauso was hier angeht. Und ihr habt hier natürlich ein Plissé. Und ein Fenster nach draußen, was auch immer. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn du drin bist und gucken, also sollte eine klopfen oder wie immer, finden wir ganz praktisch, so ein Fenster zu haben. Ne? Auf jeden Fall. Fliegentür, obligatorisch, klar. Genau. Ja. Außenlicht habt ihr, eine Markise und zwar die Thule Omnistore ist auch schon im Preis mit drin. Was ich ganz praktisch finde, dass das Licht nicht über die Tür ist. Das heißt, dass wenn ihr die Tür abends aufmacht, dass die ganzen Mücken nicht reinfliegen, sondern werden die bisschen anders. Ich würde sagen, da wurde mitgedacht, ja? Ja, ja. Auf jeden Fall. Hier haben wir das Toilettenfach. Und zwar mit Dometic-Kassette. Jo, ganz normal. Da müssen wir nicht näher drauf eingehen. Nein. Ihr habt hier Frischwasserversorgung. Dann eine Heckgarage, die haut einen auch erstmal um, wenn man da reinschaut. Also wir waren sehr überrascht. Die ist riesig, oder? Riesig, wirklich, ja. Schaut euch das mal an. Also Fahrräder passen auf jeden Fall rein. Ja. Also alles, was für Urlaub braucht, kriegt er hin. Also eben, und von beiden Seiten eben auch zugänglich. Und magst du mal reinsteigen und mal zeigen? Ja, zeige ich mal. Und ich habe jetzt geguckt, ob man Steckdose oder... Nee, das ist... Steckdose, man kann ja muss man nachrüsten dann. Nachrüsten lassen. Oder gleich mitbestellen. Also ihr seht, man hat massig Platz da drin. Na? Das ist echt gut. Für so ein relativ kleines Fahrzeug, Teilintegrierter, ist es keine schlechte Garage, ne? Nö, das ist okay. Wie gesagt, kriegt er einiges rein. Was ihr hinten noch habt, Rückfahrkamera ist auch mit dabei. Auch. Und auch von hinten macht er, finde ich, eine gute sehr, sehr Figur. Gute Figur. Ja. Auf jeden Fall. Hm. So, und jetzt kommen noch ein paar Klappen auf der anderen Seite. Hier also machen wir auch noch mal auf, dass wir von der anderen Seite noch mal reinschauen können. Genau. Das gleiche in grün, nur von der anderen Seite eben. Und auch hier natürlich Druma-Auslass, dass die Garage dann auch gewärmt ist. So, wir haben hier den Landstromanschluss. Kann man hier einfach rausbinübeln und dann seinen Landstrom anschließen. Dann haben wir hier nochmal eine extra Klappe und zwar ist die für die Gasflaschen. Ja. Hier haben wir 2 Gasflaschen drin. Ist jetzt keine Druma Control, aber mit Crash-Sensor. Das heißt,
man kann sie auch während der Fahrt dann das Gas auflassen. Hier hat man noch eine kleine Klappe, damit man das Ganze ja, leichter zugänglich macht. Habt ihr Platz für 2 11 Kilo Gasflaschen. Hier ist der Auslass für die Truma-Heizung, der Auspuff. Und was richtig geil hier ist, was sich Franzosen sich gedacht haben. Ja, das fand ich auch richtig schön. Hier habt ihr nochmal eine extra Klappe drin, bis 70 Kilo belastbar. Und da kriegt man auch noch einiges unter hier drin. Also entweder so Skisachen oder eben nasse Schuhe etc. Oder Kabel oder Gießkanne oder wie immer, was ihr dann da reintun wollt. Wir finden das richtig gut. Absolut. Oder Grill, ich weiß es. Ja, das ist auch richtig würde stabil. Auch. Also 70 bis 70 Kilo ist es sehr belastbar und macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck auf jeden Fall. Finde ich geiles Features, ne? Ja, absolut. Ja, genau, für 70 Kilo. Und halt extra nochmal Stauraum, ne? Ja, auf jeden Fall, vor allem von Verteilung her, dass es mal auch hier was vollladen kann, ne? Genau. Finde ich gut. Ja, und hier, natürlich haben wir AdBlue. Lässt sich heute nicht mehr vermeiden. Er hat einen 90 Liter Dieseltank und AdBlue natürlich, ja. So. Man kommt ja nicht mehr dran vorbei. Nein. Ist so. Und? Jetzt schauen wir uns das Cockpit noch mal kurz an. Also, wir haben hier also die Bezüge von den Sitzen auch wirklich sehr stimmig. Kann man nicht meckern. Hier ist das Pioneer Navi, ist eben auch schon mit dabei. Ein Gangschalter, weil ist ja auf Zitrönenbasis. Und ihr habt hier auch Lenkradfernbedienung. Finde ich auch nicht schlecht. Die mit inklusive alles ist, ne? Alles inklusive, genau. Woanders extra zahlen muss. Richtig, Freisprecheinrichtung natürlich auch. Hier das Mikro dazu. Was wir richtig gut finden, ja, das haben wir bei unserem Wagen auch. Bei uns. Ihr habt hier kein Plissé, wo er von der Seite zumacht, sondern ihr könnt es nach oben ziehen. Und das finden wir richtig gut. Mit der Tür ist es ähnlich. Zeige ich euch auch mal kurz. Also das ist jetzt nicht so, wir kennen es ja vom Kastenwagen, dass man das einfach so rüberzieht. Nein, hier wird es so gemacht. Also genauso wie bei uns und ist auch eine sehr, sehr dichte Lösung. So, wieder zumachen. Elektrische Spiegel natürlich, ist eh klar. Der ist echt gut ausgestattet, kann man nicht meckern. Nee. Und jetzt zeigen wir euch das Schätzchen einfach mal von innen. Ne? Kommt mit. Da waren wir sehr überrascht, weil du kommst da rein und du hast also fast schon ein besseres Platzgefühl da drin, wie man es jetzt bei uns hat, möchte ich sagen. Ja, und ich glaube, das sind die Farben, was das ausmacht. Also richtig freundliche Farben. Ja, hier gleich am Eingang die Schalter für Licht und alles drum und dran. Hier habt ihr ja, eine Halterung, dass man sich dran festhalten kann. Jo, und das ist das Platzgefühl, wenn man hier einsteigt. Also man hat fast das Gefühl, es erschlägt einen. Ja, und vor allem dadurch, man darf ja nicht vergessen, hier ist Hubbett verbaut. Das ist das und das wollte ich euch auch mal zeigen. Also hier habt ihr ein Hubbett verbaut. Und jetzt guckt mal an, ich bin 1,87 groß. Ich habe hier locker noch eine Hand, die ich dazwischen kriegen kann. Das heißt, trotz Hubbett kann ich mich hier frei bewegen. Das ist echt gut gemacht hier. Also wir sind wirklich sehr, sehr positiv überrascht, wie ich gesagt habe. Wow. Also wir hatten Movier überhaupt noch nicht auf dem Zettel Null, oder ähnlich. Nein. Und kommst du hier rein, sag ich, wow, das ist sehr, sehr freundlich, gutes Absolut. Raumgefühl. Ja. Das ist auch sehr wichtig, gerade mit Raumgefühl. Wir wollen ja uns ja wohlfühlen. Ne? Also hier drin hast du wirklich, das ist echt toll. Das ist das, was mir an dem Fahrzeug auch so gut gefällt. Du, ganz, ganz frei, dieses Raumgefühl. Nicht beengt oder irgend sowas, gar nichts. Ne? Nee, den Cockpit haben wir eigentlich schon so gezeigt. Ne? Also Cockpit haben wir gezeigt, genau. Ihr habt hier oben haben wir nochmal so ein kleines Skyroof. Reicht aber auch vollkommen aus, auch natürlich mit Verdunkelung. Genau, wenn man schlafen will, dass man alles verdunkeln kann. Ne? Genau. Das ist, ja, macht man fest. Licht ist ohne Ende hier in dem Fahrzeug, also ganz, ganz viele Lichter, LED natürlich. Dann haben wir hier Ablage. Und zwar nicht wenig, also gerade hier an der Seite ist massig Platz, ja. Wir finden die echt ganz gut. Also am Anfang habe ich gedacht, man kann damit ja eigentlich gar nicht viel anfangen, aber doch so für Kleingrusch, also das ist ganz gut. Passt immer gut, ne? Mhm. So, vorne haben wir hier auch ein Fach, wo ihr was beladen könnt, also USB-Anschlüsse. Mhm. So, dann haben wir hier Handschuhfach. Ganz normal. So, und hier haben wir Pilotensitze, damit wir gemütlich alle sitzen können. Das genau. Und die Armlehnen, die sind ja, mit Leder bezogen. Ja, wahrscheinlich also, Kunstleder, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Das ist Kunstleder, ja. Ja. Aber es harmoniert wirklich sehr gut, dieses Grau mit Beige-Ton. Ne? Absolut, ja. Hier kann man genauso gemütlich machen. Na? Schöne Sitzecke, ne? Absolut, ja. Möchtest du mal wirklich irgendwie Sitzprobe machen? Massig Platz, ja. Den Tisch können wir verschieben. Ja.
ultra bequem, wirklich. Das ist echt dieses, so ein richtig luftiges Gefühl hier drin. Haben die toll hinbekommen, echt. Ja. Bin begeistert. Tisch ist groß genug natürlich. Da kannst du auch zu viert locker dran essen. Da ist ein Hebel an der Seite. Da ist ein Hebel. Und den kannst du ja praktisch schon. Und jetzt kann man den Tisch dann noch eben verschieben. Genau, das ist schön gemütlich. Also zu viert, 1, 2, 3, 4. Da kriegst du auch mehr hin. Also im Notfall, glaube ich, vielleicht 6 Leute. 6 Leute würden wir hinkriegen. Ja. Doch. Na, aber zu fahren ist es ja 2 Gurte. So, für 4 Personen zugelassen. Ne? Genau, für 4 Personen. So, was mir jetzt persönlich sehr gut gefällt, Schatzelein, bin ich was jetzt. Was denn? Vorhänge. Finde ich eigentlich schön gemacht. Ich finde es gemütlich, ne? Mhm. Schaut schön aus. So, auf jeden Fall. So, und hier habt ihr natürlich die Möglichkeit zu verdunkeln. Fliegengitter. Oder Fliegengitter, genau. Oder beides. Und du, das ist stabil. Macht einen wertigen Eindruck, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht für wirklich den Preis. Bin ich stark positiv überrascht. Absolut, ja. Genauso wie die Sitzlehne könnt ihr auch höher stellen, also höhenverstellbar. Das haben wir schon vorher angeguckt. Was er auch hat, ist hier eine sehr schöne Ambientebeleuchtung, auch überall. Also man sieht es hier drunter, hier natürlich. Und Movio-Logo, ne? Das genau. Schaut auch schön aus. Ja. So, dann kommen wir zu den Fächern hier. Hier haben wir ein, muss man mal drücken. Ja. Für die Schuhe würde es reichen. Ja, das auf jeden Fall ist ein ideales Schuhfach. Ja. Oder auch hier unten Truma Ausströmer. Hier haben wir den Zugang zum Frischwassertank. Jawohl. Wenn da mal irgendwas notwendig ist, dass man da auch rankommt. Mhm. Der Boden ist schön. Ja, also der ganze Belag hier, dieses Designbelag ist dieser. So, hier haben wir Technik drunter, habe ich schon vorher angeguckt. Zeigen wir auch mal. Genau. So, hier ist die Technik, die Elektronik verbaut, dass man da auch jederzeit rankommt. Gut zugänglich, ne? Ja. Wenn was wäre oder wie man. So. Dann wollen wir vielleicht gucken, wie. Nee, Quatsch, wir haben noch ein paar Schränke. Die haben wir noch gar nicht gezeigt. Schränke zeigen wir euch auch noch mal. Also unten ist das so ein Hebel. Und dann gehen wir heben. Sind auch sehr tief. Also da kriegst du einiges unter. Und Scharniere, ne? Guck mal die Scharniere an. Schaut mal die Scharniere, das sind richtig massive Scharniere verbaut. Und spricht auch für Qualität. Das ist nicht schnell. Also wenn ihr irgendwo ankommt und Schränkchen aufmacht. Viertelkante. Ja, die ist ja schon mal wie tief. Da fliegt nicht unbedingt alles gleich raus. Also man macht sowieso meistens mit Körbchen und so. Aber bin positiv überrascht. Jupp. So, auf der anderen Seite auch noch ein Fach. Daumen auch. Genau. Auch noch mal so tief, genau. Und dann auch wieder klar mit Rüttelkante. Und vor allem, wenn zu ist, es zu, braucht er nicht irgendwo irgendwelche Knöpfchen drücken. Finde ich gut. So, hier haben wir auch noch eine große Klappe. Ja, mit Zugang zu dem Truma-Bedienpanel. Hier könnt ihr das Hubbett hoch und runter lassen, natürlich mit Schlüssel, dass da nichts passieren kann. Zeigen wir euch später auch noch mal kurz. Ja, hier ist eine Fernsehhalterung verbaut. Das ist ein schöner Fernsehschrank, ne? Da absolut, kannst du einiges dann hier. Genau, hier der Receiver von der SAT-Anlage. Filmen wir mal die Worte echt. Ja, das wieder zu. Dann habt ihr hier einen schönen großen Dometic-Kühlschrank. Mhm. Mit einem wirklich großen Eisfach. Da passt auch einiges rein. Das ist echt schön. Hier unten auch nochmal, der ist größer sogar wie unsere, du. Hm. Neid. Ja, ist ein Absorberkühlschrank. Vor allem die Fächer hier. Also ich achte jetzt immer, seitdem wir unseren Kühlschrank haben, dass ich auch Tetrapack oder Flasche hinstellen kann. Und da könnt ihr sogar Weinflasche und sowas, passt rein. Richtig, genau. Das finde ich Automatikkühlschrank, genau. Ja, so, hier unten haben wir auch noch eine Schublade. Genau. Auch mit schön viel Platz und Softclose. Ja, und was schön ist mit diesen Knöpfen, keine Ahnung, die sind so, also wirken zumindest wirklich sehr, sehr stabil. Ja, das tun sie auch. So, ich. So, mein Lämmle, stellt euch die Küche vor. Zeigen. Stellt euch die Küche vor. Ich finde, die wirkt wirklich groß. Ist sie auch. Also ja, allein vom Arbeitsfläche, also auch schöne Arbeitsplatte, das ist echt gut. Auch eine schöne Haptik an der Oberfläche, ne? Die Optik, ja. Haptik. Die Haptik. So, dann haben wir hier. Die Anschlüsse? Genau, wir haben hier zweimal USB-Anschlüsse, dann 12 Volt Kfz-Anschluss und hier habt ihr nochmal einen 230 Volt Anschluss. Das finde ich gut, dass man in der Küche mal genau, könnt oder Kaffeemaschine oder alles. Ja. Dann habt ihr schöne Oberfläche auch zum Abwischen, finde ich auch sehr, sehr praktisch in der Küche. Das ist wirklich Gold wert, dass du das abwischen kannst. So, da haben wir hier ein
Riesenschrank. Der ist wirklich riesig. Wirklich, ja. Sehr, sehr groß. Ich zeige euch das mal, dass man das auch mal sieht. Ich komme hier sehr weit rein. Auch hier. Ja, das ist wirklich praktisch. Und mit Drittelkante. Und das ist wirklich genau. Sauber. Richtig massiv. Zweites Fach noch mit drin. Und hier haben wir sogar drei Scharniere oben dran. Ja. Richtig schön. Die haben mitgedacht, ne? Dann haben wir hier an der Seite auch für Gewürze, das ist das, was bei mir oder bei unserem Wagen so ein bisschen vermisst hat. Und da könnt ihr sogar was aufhängen. Also ja, eben gleich für Handtücher zum Beispiel, was man hier aufhängen kann, alles schon mitgedacht. Topflappen. Ja, Topflappen, das ist hier übrigens auch so ein kleines Detail, ist aber immer ganz schön. Das hier neben der Küche ist eben auch nochmal für Handtücher so ein Halter schon integriert. Genau. Fangen wir jetzt hier an. So, jetzt haben wir drei Flammenkochherd. Und was hier das Besondere ist, die sind wirklich sehr weit auseinander. Also hier wirst du auch drei Töpfe wirklich benutzen können, was ja im Normalfall ja so nicht der Fall ist. Nicht immer, ja. Auch zum Saubermachen. Guck mal, wie praktisch ist das. Ja. Tust du den Gitter rausheben, zack. Das finde ich gut. Und ist mit Piezo-Zündung, ne? Ja. Schauen wir gleich mal. Ja, ist jetzt kein Strom drauf. Doch. Ja, passt. Ja. Super. So, dann haben wir ein runden Becken, Spülbecken. Was ich vorher schon mal angeguckt habe, ich fand das richtig geil, dass der Stöpsel schon drinnen ist. Also der geht auch nicht verloren. Ach, der ist mit so einem Stift drin, ne? Mit dem Stift, das heißt... Zeige ich euch mal, Moment, dass man das auch sehen kann. Hier so ein Stift, dass man den auch da drin dann schön verankern kann. Genau. Ich baue uns in der Spüle, suche ich immer den Stöpsel. Ja. Und so ist es wirklich sehr, sehr praktisch. Ist dann aufgeräumt, genau. So, den haben wir. Von Dometic war das. Genau. So, dann kommen wir zur Schublade. Die haben so ein Pinüppel hier. So, ich zeige euch das mal, dass man das auch sehen kann. Hier genau. Unten ist so ein kleiner Pinüppel. Um aufzumachen. Den drücken wir gleich nach oben. Dann habt ihr für ein Besteck, schau mal, wie groß die Schublade ist. Mhm. Und ich finde das schon schön, dass es ja schon mit integriert ist. Da braucht ihr nicht irgendwie suchen, extra was kaufen. Ihr dann... Warte mal kurz, hier haben wir ein kleines Detail vergessen, wenn man das hier rausfährt. Genau. Auch hier ist nochmal für Topflappen oder für Handtücher, dass man hier aufhängen kann. Also das ist ja nicht so durch die Gegend fliegt, Details, ne? Gedacht, ja. Ja, kann man einiges. So, dann habt ihr hier auch noch ein. Guck mal an, für die Töpfe. Sehr groß. Ja, und vor allem wie tief, ne? Ja. Also da könnt ihr Omni oder was Kuckuck alles noch reintun. Mhm. Finde ich richtig, richtig geil. Dann kommen auch noch weitere Schubladen, ne? Ja, guck mal. Auch hier nochmal. Sehr schön. Kann man nicht meckern. Hier oben habt ihr auch nochmal ein extra Fach. Auch so ein Staufach. Keine Ahnung, für Gewürze oder sonst irgendwas. Kaffee. So, da haben wir noch ein. Echt, die Küche ist echt riesig, ne? Ja. Das ist gut durchdacht. Und softlos. Ja, die Franzosen halt, ne? Genau. So, und jetzt kommen wir zum hinteren Bereich, beziehungsweise zum Bad und zur Dusche, wo wir auch wirklich sehr positiv überrascht waren, ne? Richtig. Und vor allem, was geil ist, dass du hier abtrennen kannst. Hier ist eine Tür, Leute. Macht man zu, dann ist zu, ne? Ja. Also man kann hier auch ein Raumbad machen, aber das zeigen wir ja zu euch dann. Ich glaube, meine Dusche zeigt mein Schätzlein, ja, weil das ist immer dein. Ja, zeige ich euch gerne. Die ist auch ja, mit einer kleinen Abstufung hier, aber wirklich sehr, sehr groß. Ich denke mal, ich kann mich da auch mal kurz drin bewegen. Genau, die merkst du auch nicht. Schuhe aus, Moment. So, Svenny, geh duschen. So. Guck mal das. Machen wir so, hier auf. So, das ist jetzt so ein Nippel, genau. Hier noch, genau. Du hast genug Platz hier, auf jeden Fall. Das ist echt nicht schlecht. Ich habe Stehhöhe natürlich, also da schon mal von der Höhe kein Problem. Wie gesagt, ich bin 1,87. Also für eine Dusche wirklich ausreichend. Was ich gut finde, dass du Hickey gleich hier hast, also wegen genau. Feuchtigkeit und sowas, dass du hier aufmachen kannst, richtig, dass du auch da dunkel kannst. Belüftet eben dann auch, ja. Genau. Und auch Armaturen finde ich eigentlich stabil, ne? Da kannst du schön verstellen. Wertig gemacht, ja. Und hier auch sogar noch ein Seifenhalter. Ja, wenn man eine Seife noch dabei hat. Also wie findest du das mit dem Radkabel, das so zu stehen? Also das geht, Platz also hier, ich kann mich bewegen, klar. Ich kann sogar hier drin stehen und habe immer noch... Frei nach oben durch das hier geht dann eben, ja. Okay. Was ich noch gut fand beim Durchgang, dass es hier gleich hier ein Lichtschalter ist, also dass es auch Licht hier gleich angeht, ne? Also ja. Das finde ich gut. Hier hinten habt ihr das Licht in der Dusche, genau. Genau. So, Schätzelein, dann gehen wir ins Klöle. In Toilette, darf ich mit? Ja. Gehen wir mal voraus. Genau. Auch hier bin ich sehr positiv überrascht, weil die Toilette wirklich nicht klein ist. Ein Raumbad, guckt mal. Ja. Wirklich toll. Also ihr könnt ihr das auch drehen, so genau. Wie ihr denn sitzen wollt.
drehbare Dometic-Toilette. Genau, und Schränkchen, mega. Platz da drin. Ja. Wirklich, guck mal, auch mit dem Rüttelkante, richtig schön verbaut, also auch tief, ne? Also kann auch nichts rausfliegen. Ja. Ausreichend, wirklich ausreichend, was gut ist. Ihr habt ja auch die Steckdose hier, also sprich, ob das... 230 Volt Steckdose, genau. Genau, elektrische Zahnbürste oder Rasierer oder je nachdem. Hier auch schöne Ablage, schöne Spiegel. Spiegel brauchen wir immer im Bad. Ja. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Dann haben wir hier ein Schränkchen für Handtücher. Das ist auch mit ausreichend Platz. Und was toll ist, Leute, wenn hier, man hier sitzt. Genau, die Klopapierrolle, also Toilettenpapierrolle könnt ihr hier festmachen und dann hier von außen eben rausziehen. Genau. Die einzelnen Blätter. Genau, mit Stöpsel hier. Finde ich geil mit dem Dinger. Ist auch wieder Stöpsel mit so einem Knüppel dran, genau. Super. Und das Waschbecken ist auch ausreichend groß hier. Dann habt ihr auch noch Handtuchhalter, zwei. Dann ist es auch wegen Feuchtigkeit ganz wichtig, dass es auch Heke ist. Genau. Super, auch verdunkeln könnt. Ja. Also. Und hier für Handtuch aufhängen auch. Auch nochmal an der Tür dann eben, genau. So. Und ich zeige euch immer das Platzangebot. Genau, wir wollen immer wissen, wie das Svenny denn sitzt. Ja. Zeig mal Svenny. Das Svenny ist da anspruchsvoll, ne? Genau. Wie ist es vom Platz hier? Da hast du kein beklemmendes Gefühl, gar nichts. Also du fühlst dich hier richtig. Ne? Also so, und wie wäre es denn, wenn du die Tür zumachst? Habe ich auch schon ausprobiert. Auch das funktioniert wunderbar. Ich zeige euch das mal. So. Man sieht hier, ich habe Beinfreiheit, also nach vorne noch einiges weg. Und man fühlt sich hier überhaupt nicht beengt. Macht Spaß. Jo, so, und jetzt würde ich sagen. Haben wir da hinten natürlich auch noch eine Tür, die auch oben. Bündig und ist. Unten bündig abschließt, genau. Das heißt, wenn da einer vorne Fernseh schaut, meistens bin es ja ich, dann steuere ich mal Lämmele nicht. Ja, geil. So eine Schiebetür, genau. Und auch ein richtig schönes, großes Bett. In der Breite hat es 2,20 Meter. Auf der Fahrerseite hier ist die Länge 2,05 Meter. Und auf der Beifahrerseite haben wir 1,95 Meter. Das Ganze kann man natürlich noch ausziehen und ein großes Bett draus machen. Und auch hier machen wir mal den Bettentest. Ich lege mich mal hin. Hier eine schöne Treppe dann eben auch zum Hochsteigen. Und wenn man das Bett nach vorne schiebt, also dass man so ein richtiges Vollbett draus macht, hat man hier im Schränkchen nochmal eine kleine Leiter, die man hier einhängen kann. Und dann kann man da auch bequem hochsteigen. Warte mal ganz kurz, Wenn du schon sitzt, ne, was ich sehe, guck mal, wie viel Raum du noch hast. Ich kann sitzen, genau. Also du haust die Birne nicht an. Das ist das, was auch für jeden, also für viele sehr, sehr wichtig ist. Ne? Absolut, ja. Jo. So, dann gucken wir mal. Hallo. Also, wir finden nichts zu meckern in dem Wagen. Massig Platz. Also ich gebe mir wirklich Mühe, irgendwas zu finden, wo ich meckern könnte. Aber nee, bis jetzt nichts. Also der überzeugt mich echt. Also du hast auch hier Steckdose, genau, sehe ich gerade. Hier nochmal zweimal USB-Steckdosen. Das heißt, du kannst auch Handy laden. Ist das nicht Schalter, oder? Ist das 230er? Oder? Ja, ich komme nicht ran jetzt. So. Doch. 230 Volt Steckdose, genau. Dann, was hier auch noch besonders ist, in den Ecken habt ihr hier Boxen. Das heißt, ihr könnt sowohl vorne über den Radio eben hier hören oder eben auch den Fernseher zum Beispiel dann anschließen. Müsste alles funktionieren, ja. Dann Lichter überall, also auch über dem Bett. Leselampen. So ein Leselämpchen, genau. Richtig toll. Warte mal, Mäuschen, ich möchte gerne Schränkchen zeigen. Ja? Du zeigst die Schränkchen, genau. Schau mal, was hier auch noch ist, also wenn wir... Für Handyablage, wenn ihr Handys hier lädt, dann könnt ihr die ablegen, ne? Gleich. So, und überall habt ihr jetzt diesen Pinüppel, um die Schränke aufzumachen. Oh, tief genug sind sie. Und weißt du, was geil ist? Nein. Das ist gerade. Das heißt, ich könnte bis oben hier die Klamotten hochstapeln. Stimmt, das ist, bei uns geht es ja schräg hoch, ne? Ja, bei uns plumpst alles raus. Ja. Da bin ich immer so ein bisschen unglücklich damit, ne? So, richtig geil. Ja. Also für Urlaub könnt ihr einiges mitnehmen. Sehr, sehr gut. Und vor allem, schau mal, das geht alles schön. Ja, alles soft close, genau. Klappt schön zu. Und vor allem, es ist dann auch zu, man hört es ja auch. Ja, ja, und wirklich wertig. Also kann ich nicht meckern. Also Möbelbau ist echt gut, ja? Ja. So, und dann gucken wir mal. Vorhänge ist auch schön. Also, dann habt ihr hier Fenster auch mit dem Fliegengitter, also Verdunklung und Fliegengitter. Ja. Sauber. Schön gemacht. Also wirklich, was fasziniert mich mit dieser Tür, dass sie bündig ist. Also das ist das, was sehr, sehr wichtig ist. Also für uns war sehr, sehr wichtig. Ne? Ja, das ist ein wichtiges Kaufkriterium auf jeden Fall.
Ja, was wir hier unten noch haben, sind Staufächer und zwar auch nicht zu klein. Wenn man es hier mal aufmacht, da sind jetzt ein paar Kartons drin von dem Navi, aber man kann das wirklich sehen. Mit Kleiderstange oben dran, also sehr viel Platz. Auf der anderen Seite genau das gleiche in grün nochmal. Warte mal, ich nehme meine Schuhe hier, ist ein bisschen unübersichtlich. Da ist die besagte Leiter eben drin und auch hier Kleiderstange oben mit drin. Wirklich massig Platz, ja. Warte mal ganz kurz, wollen wir gucken, kann ich von oben aufkommen? Kannst du von oben, kommst du eben auch ran, genau. Kann ich auch rankommen. Mit Gasdruckdämpfer hier. Ihr habt einen normalen Lattenrost eben mit verbaut. Also was willst du denn mehr? Ja. Das mache ich auch öfters, dass ich immer die Matratze hoch, wenn ich an die Sachen ran will. Dass es dann ja, von das braucht oben man kann. Öfter, wie man denkt, ne? Ja, habe ich nicht wieder. So, und hier ist es wahrscheinlich identisch. Genau. Ja. Hier ist das gleiche auf der anderen Seite, kann man eben auch von oben rangehen. Genau. Schön. Sehr schön, sehr schön. Die Stube, Moment, da mal nichts versteckt, ne? Nee. Auch Lichter finde ich auch harmonisch. Die harmonieren mit diesem ganzen Schlafzimmer, ne? Also absolut. Es ist nicht irgendwie so reingeplumpt oder so. Gefällt mir. Und vor allem auf den Schalter. Ihr steigt aus dem Bett raus, ihr habt ja gleich Schalter. Ausschalten, jo. Einschalten. Müsst ihr nicht suchen. Geil. Also was willst du denn mehr, ne? Ja. Das allein auch, wenn die Tür, dass man so mal ein Gefühl dafür bekommt. Also wenn du jetzt hier aus dem Bett rauskommst und allein dieser Bereich da, also überhaupt nichts Einengendes, wenn jetzt die Tür jetzt da vorne zum Beispiel zu ist. Das Beste sehe ich gerade. Was? Wenn ich meinen Mann nicht reinlassen will, kann ich auch zumachen. Abschließen. Aber das ist ja eher für die Toilette gedacht. Ne? Ja, was ihr hier im hinteren Bereich eben noch habt, doppelter Boden natürlich. Und da könnt ihr eben auch noch einiges drin lagern. Lebensmittel oder ach, was weiß ich. Schuhe, irgendwas gibt's immer. Keine Ahnung. Also gibt's ja auch. Irgendwas gibt's immer, was man lagern muss. Ja. Oder lagern möchte. Und vor allem groß genug, finde ich. Absolut, ja. Ja, ist gut. Ja, Mäuschen, den Wagen haben wir durch. Den Wagen haben wir durch, aber weißt du, was wir noch nicht gemacht haben? Nee. Wir haben ihn noch nicht gefahren und das möchte ich jetzt auch noch mal machen. Ich frage den Verkäufer mal, ob er mir den Schlüssel gibt und rote Nummernschilder und dann machen wir einfach mal eine Spritztour und nehmen euch dabei mit. Genau, schauen wir mal, wie der sich fährt. Was ganz wichtiges Detail noch. Genau, es ist hier sogar schon ein Feuerlöscher verbaut. Auch richtig gut. Das sollte jeder eigentlich, der Wagen an Bord haben. Ja. Na, ganz wichtig. Ja, das ist schon fast Pflicht. Was ich euch noch zeigen wollte, genau, und das machen wir jetzt. Das Hubbett. Also um das Hubbett zu bedienen, macht ihr hier die Seitenteile runter. Die sind magnetisch angemacht. Genau, die sind mit Magneten hinten befestigt. Auch hier. Das machen wir jetzt erstmal da drauf. So, und dann der Schlüssel. Also ohne Schlüssel geht nicht, ohne ne? Ohne Schlüssel geht hier gar nichts. So. Das hält, guck mal. Ja. Das heißt auch, dass du deine Birne nicht anhauen kannst, richtig, wenn du vorbeiläufst. Also mit dem Schlüssel geht er hier rein, könnt das Ganze dann eben entsprechend freischalten und dann kann man das runterlassen. So, und da können die Kids oder Enkelkinder mit dabei fahren. Richtig, und zwar dieses Bett hat eine Breite von 1,40 Meter. Und eine Länge von 1,95, also da würde ich auch locker noch reinpassen, glaube ich. Das heißt, glaube ich, das ist so, in meiner Körpergröße passe ich da auch rein. Wollen wir den ausprobieren? Ich würde gerne mal hochkommen. Ja? Ja, da ist eine Leiter und mit dem Schutz auch, ne? Also es ist auch irgendwie logisch, dass das Rausfallschutz nicht dabei ist. Für kleine Kinder oder ältere Menschen, ne? Ja, ältere Menschen, vor allem ab 50, ne? Ups, ja. So. Hängen wir die Leiter mal ein. Und dann probieren wir das mal aus, ne? Ja. Wie viel Kilo hast du inzwischen, Schatzi? Ich? Ja. 90. 90? Der hat ja gut abgenommen, manchmal. Mal gucken, von der Länge her. Ist geil. Reicht mir vollkommen aus, ja. Hier oben habt ihr extra nochmal Lichtschalter, wo ihr bedienen könnt. Das ist echt cool. Kannst du nicht meckern, ne? Gefällt mir. Also gerade wenn du daran denkst, dass du Kinder mitnimmst oder sowas, ne? Dann oder es gibt ja auch Leute, die im Wohnmobil unterwegs sind und ja, der eine schnarcht, der andere nicht oder ihr hört es vielleicht selber nicht und ja, die können sich dann auch nachts eben so voneinander abtrennen, ne? Ja, oder wie gesagt, auch wenn du erkältet wirst oder so, ne? Ja. Das ist immer ganz gut, wenn man eben dann genau. Gefällt mir echt gut. Ja. Und? Sau geil, ne? Und vor allem, hier kann ich also mit 1,67 auch im Bett sitzen. Ich könnte es ja noch tiefer runterlassen, ein paar Zentimeter, dann kannst du erst recht sitzen. Also das ist keine Frage. Und schaut mal an, wie viel Freiheit die
leihen wir noch nach oben. Also drei Kinder kriegst du hier unter. Wow. Drei kleine Kinder, sagen wir so. Echt geil. Also für Teilintegrierten bin ich sehr, sehr begeistert, was der Wagen alles bietet. Ja. Und vor allem, wenn ich hier liege, kann ich noch auch Handy hier ablegen oder so, ne? Ja. Super. Ja, stimmt. Du kannst es ja da unten anschließen in der Küche bei dem USB-Anschluss und dein Handy da oben drauf. Echt gut gemacht, genau. Ja. Genau. Und so Licht haben wir hier auch durch den Eki, ne? Also ja. Sauber. Ja, genau. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Also ihr habt hier so eine Metallleiste verbaut. Hier sind Magneten untergebracht. Schön festgenäht und hört ihr, das hält dann auch. Mhm. Auch gut gelöst. Ja, auf der anderen Seite genauso, ne? Ja. Ist alles mit Magnet. Richtig. Hört man wahrscheinlich auch gleich wieder. Jawohl. Ja. Sitzt. Es klackt. Passt. Jo, ich würde sagen, lass uns eine Probefahrt machen, ne? Ja. Jo. Ja, und das Ganze ist auch noch mit Tagfahrlicht. Das ist auch schon mit inklusive. Schaut schick aus, ne? Ja, gerade Tagfahrlicht, sowas gefällt mir total gut. Mhm. Wirst gesehen, sorgt für Sicherheit und es schaut gut aus. So, Svenny. Jo, jetzt machen wir eine kleine Probefahrt. Ne? Finde ich schön, dass wir das einfach so machen dürfen. Ja. Jo. Vor allem, wir sind jetzt hier drin noch nicht gefahren. Deswegen war es irgendwie interessant zu wissen. Ich denke mal, das ist genauso wie, sag's mir, wie ein Fiat Ducato. Ne? Ja. Also aussehen tut es kein wirklich. Unterschied sein. Ja. Fährt sich auch ganz genauso. Ja? Ja. Das ist halt wieder Schalter, aber sportlich wahrscheinlich, ne? Ja. Schauen wir mal, wie das... Wir kennen das ja noch vom Fiete, ne? Das war auch ein Schalter. Das eben. Gewöhnt man sich dran, ne? Und vor allem der Wagen, der ist ja sofort zur Verfügung, ne? Nein. Nicht? Nein, der hat schon noch eine Wartezeit. Das ist im Moment halt so, dass die Autohäuser kaum Nachschub bekommen. Da ist natürlich eine lange Wartezeit, aber ich glaube, auf den ist jetzt nicht ganz so lange Wartezeit. Weil er ist ja da, aber sie brauchen natürlich auch noch was zum Vorführen, wenn Kunden sich Fahrzeuge anschauen wollen. Okay. Und wie zieht er dann jetzt? Gut. Kann man nicht meckern. Ja. 140 PS, reicht vollkommen. Ja. Mehr ist ja immer besser, aber es reicht für das Fahrzeug. Mhm. So, wir drehen hier einmal im Kreisel. Sieht ja ganz gut. Ja. Nee, gibt's nichts zu meckern. Liegt auch sehr gut auf der Straße. Mhm. So. So, Diesel ist hier bei 2,2. Auch die Haptik vom Lederlenkrad, also sowieso Lederlenkrad, das hat natürlich immer was, ne? Mhm. Fasst sich viel besser an wie jetzt so ein Kunststofflenkrad oder so. Ja, es ist angenehmer zu fahren, ja. Ne? Also, weil man die Hände doch immer am Lenker hält, ne? Jo, sollte man, ne? Ich würde mal sagen, es empfiehlt sich, ne? Ja. So, machen wir eine kurze Runde. Also es ist wirklich null Unterschied zu einem Fiat Ducato vom Fahren her. Und weißt du was, was mir ja so auffällt? Mhm. Es tut nichts irgendwie jetzt... Klappern, ne? Klappern. Ja. Man hört wirklich nichts. Also gut, das Auto ist noch nicht vollgeladen. Wir sind noch nicht im Urlaub, ne? Ja, genau. Könnte ja natürlich auch anders aussehen. Trotzdem, also wir sind schon andere Autos auch Probe gefahren. Das klappert von der ersten Minute. Das ist jetzt nichts, was uns besonders stört. Aber es ist schon sehr auffällig, dass es eben hier nicht der Fall ist, ne? Ja, echt gut. Ja. Und was mir jetzt besonders gut gefallen hat an dem Wagen, bevor man losfahren tut, ne, brauchst du keine Knöpfe kontrollieren. Also die sind automatisch. Wenn die Klappe zu ist, ist es zu. Ja, dieses Soft-Close halt auch, ja. Genau, ich glaube eine und im Kühlschrank ist, wo man gucken muss, ob der Knopf zu ist. Aber der Rest ist eigentlich, wenn der Schrank zu ist, ist er zu. Richtig. Das finde ich immer sehr, sehr gut. So, hier ist die Einfahrt. Ist ein bisschen versteckt. Genau.
Übrigens, die Adresse von dem Outdoorhaus Hollenstedt schreiben wir euch unten in der Videobeschreibung mit rein. Mit Kontakt da. Wer der Interesse hat. Also wir sind sehr, sehr nett empfangen worden, muss man echt dazu sagen. Und ja, die haben auch einige Fahrzeuge eben hier stehen. Genau. So, das war's. Das war mal eine kleine, kleine Spritztour, einfach um so ein Gefühl für das Fahrzeug zu kriegen. Und was soll ich sagen? Ich bin wirklich begeistert. Also auch Gangschaltung macht ja gar nichts aus. Eigentlich. Nein, das kennst du ja, das hast du ja noch drin. Wenn du das jahrelang so gefahren bist, dann störst du dich nicht drin. Und im Moment ist er wirklich mit dem Automatikgetriebe bei Citroën ja sowieso nicht. Die haben es geplant, das habe ich mir sagen lassen. Aber auch von Fiat, die kommen ja gar nicht hinterher mit der Produktion. Also da noch eins zu kriegen, ist also nehmen, was auf dem Hof steht. Sieht's aus, ja. Ja, ihr Lieben, unser Fazit zu einem Fahrzeug oder beziehungsweise zu der Marke Moveo, die wir vorher überhaupt nicht Nein, auf dem Schirm hatten. Gar nicht auf dem Zettel. Übrigens ein Franzose, so eine Tochterfirma, glaube ich, von Piloti. Piloti, ja. Und unser Fazit, das ist durchweg positiv, muss ich sagen. Also wirklich begeistert. Gerade zu dem Preis, für uns ist das ein richtiger Preisknaller, in der heutigen Zeit zumindest, ja. Mit der ganzen Ausstattung, die er hat. Ja, das Platzgefühl da drin, das ist einfach unbeschreiblich. Das ist hat uns alles echt auch inklusive. Also so ja. Sachen, wo ihr beim anderen Fahrzeug extra bezahlen müsst oder extra bestellen müsst, ja. Ist ja schon mal dabei. Ja, also das ist ja schon mal gut. Und das für 79.000, also da muss man wirklich sagen, da ist das Geld bestimmt nicht verkehrt ausgegeben. Wer da Interesse daran hat, wie gesagt, wir verlinken euch das Autohaus und die Adresse vom Autohaus unten in der Videobeschreibung. Sind sehr, sehr nett. Ja, also haben wirklich auch super Google-Rezensionen, also einfach da mal reinschauen. Ja. Gute Beratung. Genau. Gute Besserung. Dann würde ich sagen, hat euch dieser Vlog von uns wieder gefallen? Freuen wir uns wie immer über Däumchen Richtung Norden. Falls noch nicht passiert, hier unten ein Abo hinterlassen, verpasst ihr kein Video mehr von uns. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns hier demnächst wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, macht's alle gut. Tschüss. Tschüss. Und wir gehen jetzt eurer gucken, ob vielleicht behoben werden können die Fehler. Hat er gesagt, den Tisch. Den Tisch vielleicht, ne? Schauen wir mal. Jetzt aber Schluss. Abschalten. Ciao.